Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, hier auf meinem Elektro-Ronny-Kanal. Ich bin der Ronny, ich grüße euch. Und ja, es gibt ein Update natürlich zu meinem Tesla Model Y, zu dem zweiten, der allerdings noch aus Shanghai kommen wird. Aber das stört mich nicht weiter. Was ich aber interessanter finde, ist, dass der wahrscheinlich schon den neuen Ryzen haben wird. Dazu gehe ich dann aber mal in einem separaten Video drauf ein, was das für Vor- und Nachteile bedeuten kann oder auch haben wird. Das schauen wir uns dann genauer an, wenn es denn soweit ist. Ja, ansonsten, meiner hier, der aktuelle blaue, den ich noch fahre, der ist bereits verkauft. Das heißt, der wird spätestens Mitte Februar den Besitzer wechseln. Und dann, ich denke mal, im Februar soll dann auch meiner kommen, also voraussichtlich. Da habe ich jetzt aber noch keine Infos, noch keine Updates, also was das angeht, aber bestellt ist er. Ich habe ihn diesmal auch bestellt in einer anderen Farbe, wie ich sie bis vorher noch nie hatte. Diesmal kommt er nämlich in Grau. Und ja, ich habe mich diesmal für die 19 Zoll entschieden. Bild blende ich euch dann hier von der Konfiguration natürlich wie immer ein. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, dass ich mich natürlich freue, auch wieder ne, neues Fahrzeug, neue Sachen kennenlernen. Was hat der Ryzen zu bieten? In welcher Hinsicht macht ihm das vorteilhafter oder auch nachteilhafter? Ich habe ja zum Beispiel auch schon gelesen, dass es so sein wird, dass er aufgrund des AMD-Chipsatz, dass er mehr verbrauchen wird. Ja, das heißt also, du hast ungefähr 20 Kilometer auf die Tank oder auf die Tankfüllung, sehr schön, auf die Ladefüllung von deinem Akku quasi weniger. Ja, und in diesem Sinne wirst du da dementsprechend dann an Reichweite einbüßen müssen. Und ja gut, 20 Kilometer ist jetzt mit Sicherheit kein Riesenakt, wo man sagen muss, oh, okay, da müssen wir aufpassen. Aber ich muss jetzt hier gleich aufpassen, weil hier vorne wird gerne mal geblinkt und zwar geblitzt in diesem Sinne. Deswegen werde ich jetzt hier den hier überholen und dann werde ich mich hier drüben einordnen. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass man aufgrund des Ryzen dann etwas nachteilig ist, aufgrund der Kilometer, aber das ist egal. Da würde ich mir gar keine großartigen Sorgen machen. Wie gesagt, ich bin da total entspannt, sehe das auch ganz, ganz locker. Für mich nochmal aufzugreifen wäre auch, dass jetzt die Veränderungen ja kommen. Es heißt ja, der soll ja auch hinten doppelverglast sein. Da bin ich mal gespannt, was das natürlich die Geräusche natürlich etwas mindert nochmal. Logischerweise war ja vorne damals auch extrem hörbar, als man bei Model 3 das Ganze von einfach auf zweifach verglast hat. Auch da hat man es extrem gemerkt, dass es da Vorteile hatte. Ne? Und ja, auf jeden Fall das zu diesen Sachen und wie gesagt aus Shanghai soll er kommen. Dann haben wir natürlich Neuigkeiten. Laut Tesla Mac wurde berichtet oder ist berichtet und man sieht es auch auf der Webseite, dass ab März das Tesla Model Y Performance ab März voraussichtlich geliefert werden soll. Das bedeutet, dass wahrscheinlich in Grünheide bald der Verkauf der produzierten Fahrzeuge starten darf. Denn produziert wird ja schon, das kann man ja sehen. Da gibt es bei YouTube genügend, die das mit dem Baufortschritt immer wieder dokumentieren, dass da auch jede Menge Fahrzeuge draußen stehen und so weiter und so weiter. Des Weiteren ist aufgetaucht, dass das Model Y ein Upgrade der Zuladung bekommen hat. So soll es aufgrund anderer Bremsen, das war jetzt das, was ich bei Tesla Mac gelesen hatte, aufgrund anderer Bremsen bis zu 250 Kilo mehr Zuladung ermöglichen. Da bin ich mal gespannt, ob das bei meinem auch schon der Fall sein wird. Ich werde es dann im COC-Dokument mit Sicherheit entnehmen können. Da bin ich groß gespannt drauf, also was da passieren wird. Finde ich spannend. Muss man alles mitnehmen. Wie gesagt, alles mal ein bisschen up-to-date halten. Ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Ich hatte mir noch einen Punkt. Ja, das war das.
mit dem Y, das war die, ja, die Gewichtszuladungserhöhung. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch Auswirkungen auf die Anhängerkupplung hat, kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall 250 Kilo Zuladung, weil da wurde damals zu Recht gesagt, da hatte Nextmove ein schönes Video gemacht zu, dass man gesagt hat, ja, du kannst zwar mit allen in den Urlaub fahren, aber irgendwas muss zu Hause bleiben, die Oma oder ja, die Kinder oder wie auch immer. Also scherzeshalber natürlich wurde das so genannt. Ansonsten, ja, ich war jetzt gerade noch mal gucken, in Köln, in der Nähe Deutz-Poll soll ja der neue Supercharger gebaut werden. Da sind Bauarbeiten gerade zu Gange, das habe ich gerade auch sehen können, aber da sehe ich nichts, dass da irgendwelche Supercharger gebaut werden, weil da sind nur dicke Rohre, die verlegt werden und diese Rohre sehen eher nach Abwasser oder Kanalisation aus, anstatt von irgendwelchen Stromleerrohren oder sowas. Also diesbezüglich noch kein hundertprozentiges Bau-Go, sage ich jetzt mal, in Poll-Deutz, also Köln. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ich da was sehen sollte, werde ich da auf jeden Fall das Ganze dokumentieren. Ja, ansonsten gibt es eigentlich soweit keine Updates. Eine Sache noch, ich habe jetzt auf jeden Fall, wer es verfolgt hat, ich hatte ja einen Livestream gemacht auf meinem Twitch-Kanal Ronny Talk. Da hatte ich ja berichtet, dass wir auch im Juli, und zwar den 30. auf den 31. Juli, das Ganze werde ich dann übrigens auch auf meinem Twitch-Kanal Ronny Talk, werde ich das auf jeden Fall auch alles live streamen. Da werden wir nämlich zu dem Sexy Car Treffen, das heißt glaube ich Sexy Cars Treffen in Hannover bei Ilsede oder so ähnlich. Falsch ausspreche. Auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall hinfahren im Juli, also Ende Juli. Und das Ganze werde ich ja noch live streamen für die Leute, die nicht da sein können oder nicht wollen. Und ihr könnt es euch aber gerne anschauen. Da werde ich dann auch mal eine Nacht im Tesla verbringen, denn es gibt wohl die Möglichkeit, laut T&E-Webseite, also Sexy Cars hat jetzt auch eine eigene Webseite, und da steht ganz klar, dass man im Fahrzeug dort übernachten kann. Das freut mich. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen, dass wir da uns anmelden. Und Mail ist soweit schon geschrieben. Also aus der Community bin ich da nicht der Einzige, der da Bock drauf hat. Also wir haben uns schon mit mehreren Fahrzeugen angemeldet und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann so aussieht. Also da könnt ihr mir gerne dann auch in die Kommentare schreiben, ob ihr auch da sein werdet. Also dann werden wir uns wahrscheinlich über den Weg laufen. Nochmal ganz kurzes Feedback zum Treffen in Hilden bei der Tesla Lightshow. Das war super genial. Also ich habe ja ein kurzes Video aus meinem Livestream zusammengeschnitten, auf meinem YouTube-Kanal Elektroronny hochgeladen. Super genial. Fand ich wirklich echt toll. Hat mir super gefallen. Nochmal Daumen hoch an den Roland und natürlich an die Corinna, die das da alles veranstaltet hatte und natürlich auch zusammengeworfen hatte. Und da sind wesentlich mehr Leute erschienen, als man sich das hätte gedacht. Ja, da wurde es dann doch ein bisschen eng im Ladepark Hilden. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Also wenn ihr da noch andere Sachen sehen wollt oder sonst irgendwas, bleibt auf jeden Fall dran. Hier auf meinem YouTube-Kanal. Updates zu meinem nächsten Model Y gibt es dann natürlich auch ebenfalls alles hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne bei Instagram oder auch auf Twitter folgen. Da bin ich natürlich auch ab und zu aktiv. Ansonsten, ja, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Wenn du hier noch kein Abo dagelassen hast, kannst du hier gerne kostenlos abonnieren. Das kostet dich, wie gesagt, keinen Cent. Und du kannst auch gerne dem Video eine Bewertung dalassen, indem du einen Daumen nach oben oder auch runter, wie auch immer du möchtest. Das ist dem Algorithmus eigentlich egal. Hauptsache, du interagierst. Und natürlich, falls du noch nicht gemacht hast, dann kannst du auch gerne einen Kommentar dalassen.
Ja, in diesem Sinne danke ich dir wie immer fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend oder auch fürs Zuschauen natürlich. In diesem Sinne, euer Ronny ist raus und ich sage wie immer, Cheers. Hatte ich alles? Das ist immer die große Frage, wenn das Video am Ende ist, habe ich alles reingepackt? Ich glaube schon. Tschüss.